Ja, wo sind wir denn da gelandet? Mein Segen kommt heute aus dem Olympiadorf. Ja, das schaut ja nicht schön aus. Naja, gut, das ist ja quasi auch die untere Ebene. Ja, da kann man sich mit den Autos bewegen. Und oben im Dorf gibt es überhaupt keine Bewegung. Ja. Und ja, da geht sich zum Beispiel in den Kindergarten rein. Aber jetzt schauen wir, dass wir oben aufkommen. Ja, und jetzt sind wir hier oben. Und da ist die Pfarrkirche Frieden Christi im Olympischen Dorf. Es ist eigentlich, ja gut, man erkennt es am Kreuz, aber hat keinen Kirchturm. Und es ist interessanterweise das niedrigste Gebäude hier, weit und breit, ja, vielleicht bis auf die Geschäfte, hinten der Olympiaturm. Ja, und eigentlich ist das ganz interessant. Und wie ihr seht, gibt es hier kein Auto. Aber warum bin ich heute in Frieden Christi? Weil die Pfarrei Frieden Christi ihren Namenstag feiert. Der österliche Jesus sagt immer, der Friede sei mit euch. Und den Frieden, den wünschen wir für uns, für alle Menschen in dieser Stadt, in unseren Stadtvierteln, aber natürlich auch in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und für diesen Frieden, da wollen wir beten. Ja, und so sieht es hier in der Kirche aus. Oben das Merosystem. Wir gehören alle zusammen und haben Verbindung. Schöne Orgel, schöne Osterkerze. Also moderne Kirchen haben schon auch ihren eigenen Reiz. Und wir bitten um den Frieden mit dem bekannten Lied. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Kann man auch als Kanon singen. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Ja, und so segne und behüte euch der lebendige, auferstandene, friedenstiftende, geistvolle, gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alles Gute, allen ein schönes Wochenende.